Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Stefan Urbach, ich komme aus Berlin und aus dem Internet. Ich wohne da, wie viele andere Menschen auch. Und das Gute ist, ich habe keine Folien dabei, also Sie können sich ganz auf mich konzentrieren. Keine Bilder, die Sie ablenken, keine Videos, wie ich sonst immer mache. Denn als ich vor ein paar Monaten gefragt wurde, ob ich diesen Vortrag machen möchte, war mir ganz klar, was ich sagen möchte, was ich erzählen möchte. Und jetzt stehe ich hier und muss meine Einschätzung komplett ändern, muss das ganze Thema neu denken, denn die letzten Wochen haben uns Aktivisten ganz schön überrannt. Aber ich fange mal an, wo wir angefangen haben als Aktivisten, wo es einfach war für uns. Das war, als letztes Jahr Mubarak das Netz abgeschaltet hat und wir vor unseren Bildschirmen saßen und irgendwie die Nachrichten nicht mehr bekommen haben und dachten so, nee, ich will meinen Livestream vom Tahrirplatz haben. Wir hatten Livestreams gehabt vom Tahrirplatz, aufgenommen mit kleinen Telefonen. Die Leute haben aus den Laternen schnell mal die Stromleitungen rausgerissen, um die Telefone zu laden. Es war viel Do-it-yourself. Zeltstädte sind da entstanden, wo Technologie gebastelt worden ist. Was in einem Hackerspace hier passiert, wurde da in Zelten gemacht am Straßenrand und es war unglaublich. Und wir haben Bilder bekommen, Videos, Podcasts vom Tahrirplatz. Es war total eindrucksvoll und ja, auf Al Jazeera waren immer wieder die gleichen Bilder in Dauerschleife. Denn das, ich habe mir das gegeben, ich habe mir mal einen ganzen Tag lang Al Jazeera angeguckt und es waren die gleichen drei Filme in Dauerschleife. Also wenn Menschen behaupten, Al Jazeera hätte so gut berichtet, das ist nicht richtig. Sie haben nur länger berichtet, insgesamt. Man hatte der Tagesschau angekreidet und auch der Heute-Sendung, ZDF, dass keine Informationen gekommen wären von diesen Medien. Und sie haben gesagt, nein, wir haben das gemacht, was wir tun. Fundierte, bestätigte Quellen nehmen und das irgendwie versuchen, in eine Sendung zu packen. Das reicht uns aber nicht mehr. Wir wollen nicht mehr die Zweitquelle oder die Drittquelle, wir wollen die Primärquelle. Durch das Netz haben wir die Chance, mit Primärquellen zu arbeiten und sie selbst einzuordnen. Wir neigen dazu, den Bildern und Texten auf Blogs zu glauben, wenn sie über ein Regime erzählen, denn es klingt sehr angenehm, wenn man hört, dass Menschen gegen ein Regime sind, das unterdrückt und das foltert und auch tötet unter Umständen. Aber ob das wahr ist, können wir gar nicht einschätzen und wissen wir nicht. Heute, in Nachbetrachtung, wissen wir, dass es wahr war, was diese Menschen erzählt haben. Aber eigentlich können wir das in dem Augenblick selbst nicht sagen. Das ist ein immer schöner Nährboden für Verschwörungstheorien, wenn ein Artikel auf der Zeit Online erschienen ist, den wir von Telecomix aus rausgeschmuggelt hatten aus Syrien und dann die Menschen in den Kommentaren schrieben, ja, hat mal jemand das Regime gefragt, was da los ist? Und ich mir denke, nein. wir wissen nicht, ob das echt ist, was der Mensch schreibt. Das ist wirklich so passiert. Ja, aber wir haben endlich mehr Quellen. Wir haben eine breite Quellenlage und können uns selbst ein Bild machen. Und wenn irgendwie plötzlich 10.000 Blogs erscheinen, wo über ein Regime geschrieben wird, das Menschen abschlachten lässt, dann neige ich diesen 10.000 Blogs zu glauben. Dann neige ich langsam dazu. Ob es die Wahrheit ist, weiß ich natürlich immer noch nicht. Ja, wir wollten also diese Primärquellen wieder haben und haben überlegt, wie können wir das schaffen? Was können wir tun, um Nachrichten vom Tahrirplatz wieder an unseren heimischen Bildschirmen zu haben. Und wir kamen auf die Idee, wir haben noch Modems im Keller. Und wir haben dann 20 Jahre alte Technologie ausgegraben, haben sie uns Rechner eingebaut und hatten plötzlich wieder Einwahlserver gehabt, wie man es noch von früher kennt, von T-Online, von AOL, von CompuServe, mit einem analogen Modem von überall aus zu erreichen. Entschuldigung. Und es war total spannend, dass irgendwie jedes moderne Betriebssystem noch die Software dafür bereitstellt, dass man es benutzen kann. Also es war jetzt kein Hexenwerk. Wir haben nicht irgendwie groß was programmiert oder dergleichen. Wir haben einfach nur 20 Jahre alte Manuals genommen und haben sie einfach abgetippt. Und haben dann bis zu 300 Leute aus Ägypten wieder online gebracht zu den Stoßzeiten. 300 Menschen, die einfach Bilder hochladen konnten, Texte. Videos in schlechter Qualität, weil es sind ja langsame Verbindungen, aber wir hatten plötzlich wieder Bilder und Texte und wir haben uns gefreut. Das war unser Ziel gewesen als Aktivistengruppe, die Kommunikation wiederherzustellen.
Woran wir nicht gedacht hatten in dem Augenblick, war aber, dass Menschen vielleicht einfach E-Mails schreiben wollen an ihre Eltern, die zum Beispiel gerade in England sind. Und einfach nur, um ihnen zu schreiben, hey, mir geht's gut, macht euch keine Sorgen. Das haben wir dann Wochen später erfahren, nachdem die Sache vorbei war, wo dann E-Mails bei uns eintrudelten, wo sich Menschen bedankten, dass sie zu ihren Familienmitgliedern Kontakt halten konnten. Dass sie ihnen erzählen konnten, was sie gerade erleben und wie sie es gerade erleben. Und wir haben für uns festgestellt, Menschen, die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen zu nehmen, ist eine kriegerische Handlung. Ja, das war Ägypten. Das war recht einfach für uns. Das war wirklich, das war so, Rechner anschalten, ein Tool starten und danach Telefonnummern nach Ägypten faxen. Wir haben Faxe benutzt. Ganz viele und sie funktionieren noch. Hebt eure Faxe auf. Gaddafi war dann schon ein bisschen schlauer. Der hat unsere Nummern geblockt. Wir mussten neue Nummern finden, aber das Netz war auch noch da. Also in Libyen haben so ganz abgedreht wurde es ja nicht, sondern immer nur gedrosselt. Nachts und am Wochenende war das Netz schlecht in Libyen. Gut, da haben die Menschen es einfach halt tagsüber gemacht. Ein paar waren halt dann, haben sie ja Medienzentren aufgebaut, wo man dann sein Bild hinging. Da war dann einer, der hat seinen Rechner an, mit einer dicken Leitung und hat dann die Sachen rausgehauen. War auch nicht so schwer. Und dann kam der Konflikt in Syrien. Was bis dahin passiert war, war, dass alles friedlich war. Die einzige Gewalt war Verteidigungsgewalt von Seite der Demonstranten. Wir hatten keinerlei Miliztruppen, die irgendwie auf die Regierungstruppen losgegangen sind und haben das auch nicht erlebt. Und es war auch, ja, in Libyen, es war bis zum Eintreffen der anderen Truppen auch ein Gemetzel gewesen. Doch was wir jetzt in Syrien sehen, ist natürlich noch viele Nummern härter. Das Netz in Syrien ist zu fast 100% überwacht. Die Datenpakete werden bis ins kleinste Detail auseinandergenommen. Wir haben das veröffentlicht, wir haben die Gerätschaften in Syrien gefunden und haben veröffentlicht, was da genau passiert. Und da passiert genau das, was hier gefordert wird, eine Vorratsdatenspeicherung, Netzsperren. Diese Dinge sind in einer Demokratie anscheinend in Ordnung und dort kosten sie Menschenleben. Man muss da schwer drüber nachdenken, was möchte man eigentlich? Möchte man einfach nur ein freies Netz haben, wie wir Aktivisten es fordern? Oder möchten wir so weit gehen, dass wir sagen, wir sind auch bereit, dieses freie Netz für eine leicht erhöhte Aufklärungsquote, wie es so schön heißt, zu verteidigen? In einem Rechtsstaat wurde mir gesagt, kann man das alles machen, das wäre kein Problem, weil es gäbe ja Kontrollorgane, Kontrollinstanzen. Wir erleben, dass Kontrollen nicht funktionieren, wie wir es bei der NSU gesehen haben. Da haben Kontrollen auch komplett nicht funktioniert, die letzten Jahre nicht. Und deswegen traue ich auch ein Mittel wie die Vorratsdatenspeicherung oder Netzsperren keinem Politiker in Deutschland zu, das verantwortungsvoll einzusetzen. Den Beweis, warum das nicht geht, haben wir gebracht. Den haben wir gebracht, indem wir Bilder von Menschen veröffentlicht haben und weitergegeben haben, die, weil ihre Computerkommunikation abgehört worden ist, erschossen wurden. Das sind die Sachen, mit denen wir jetzt leben müssen als Aktivisten. Was bringt es den Menschen zu kommunizieren in Syrien? Was machen sie eigentlich? Schicken die sich E-Mails? Planen die ihre Demos? Oder schicken sie einfach nur Nachrichten raus? Es ist sehr spannend. Aufgrund unserer Kontakte wissen wir, wie das Netz benutzt wird. Es wird vollkommen alltäglich benutzt. Es werden Serien runtergeladen, es werden Katzenbilder angeguckt. Ja, jeder mag Katzen. Es werden Blogs gelesen, es werden Nachrichten konsumiert. Wie nimmt das Ausland eigentlich die Situation wahr? Und die Reaktion darauf ist sehr frustrierend. Viele Menschen in Syrien verstehen nicht, warum dieser Konflikt, der dort gerade herrscht, kein großes Thema ist weltweit. Wir hören immer wieder in Nachrichten, wenn mal wieder eine besonders schlimme Todeswelle war, wie jetzt in Homs, wo in einer Nacht ganz viele Menschen niedergemetzelt werden, dann ist es mal wieder in den Nachrichten, aber als Grundthema wird es nicht kommuniziert.
Es ist kein Grundthema in der Medienlandschaft. Es ist nicht täglich ein Bericht, der sagt, Assad muss gestürzt werden in den Zeitungen, sondern immer nur dann, wenn wieder mal etwas Neues, sehr Schlimmes passiert ist. Ich habe E-Mails von Zeitungen bekommen, von der Zeit zum Beispiel. Die hat Artikel veröffentlicht, die wir aus Syrien rausgeschmuggelt haben. Englische Artikel, was passiert da? Die wurden von ihnen übersetzt, nochmal sprachlich überarbeitet und dann veröffentlicht. Wir haben Interviews vermittelt mit Menschen vor Ort, die erzählt haben, warum sie das machen, warum sie auf die Straße gehen. Und es sind ganz viele einzelne Geschichten, die wir zu hören bekommen und die wir weitertragen. Es sind die Geschichten von 20-jährigen Menschen, die eigentlich zur Universität gehen und dann entscheiden, sie wollen aber eigentlich in Freiheit leben. Sie wollen frei Medien konsumieren und sie möchten frei entscheiden, wie sie regiert werden möchten. Das ist nichts Neues, das kennen wir auch aus anderen Ländern, das kennen wir aus Ägypten, das kennen wir aus Libyen, das kennen wir aber auch aus dem Bahrain, das kennen wir auch aus dem Jemen. Im Jemen gehen seit Monaten die Menschen auf die Straßen, wir kriegen nichts mit davon. Einerseits liegt es daran, dass den Jemen keinen interessiert, aber auch, dass wir von dort keine Nachrichten bekommen, denn die Netzpenetration ist bei 0,3%. Wer soll denn die Nachrichten rausbringen? Und vor allem mit welcher Technologie? Ich werde wahrscheinlich dann demnächst mal anfangen mit Brieftauben, weil ich das total spannend finde. In Bahrain gibt es auch eine große Menschenrechtsbewegung, Demokratiebewegung, die nicht mit einem zensierten Netz kämpfen muss, sondern mit der Bahrain Cyber Army. Das ist jetzt kein Scherz, das heißt wirklich so. Das sind Menschen mit Sturmhauben und verrechnet, nein, das ist eine Truppe von Menschen, die Pro-Bahrain-Blogs schreibt, die berichtet, wie gut es im Bahrain doch alles ist. Und dass die Menschen, die festgenommen werden, irgendwie Kindsmörder sind oder Unzucht begangen haben oder Brunnen vergiften. Das ist das Niveau, auf dem sich es bewegt und es gibt Menschen, die glauben das. Das sind die Erstquellen. Was ist wahr? Wir kommen jetzt zurück zu meiner Eingangsfrage. Was ist eigentlich wahr, was wir konsumieren im Netz? Wir können es nach wie vor nicht wissen. Im Bahrain bin ich mir ziemlich sicher, dass das mit dem Brunnenvergiften nicht wahr ist. Aber auch nur, weil ich Menschen von dort kenne. Ich kenne Menschen und die Situation, in denen sie leben im Bahrain. Und ich habe eine Freundin, die, nachdem sie geflohen ist, nicht mehr zurückkehren kann in den Bahrain. So lange, bis dort das Regime gestürzt ist. Oder sie sofort halt willig ist, in den Bau zu wandern und dort wahrscheinlich zu sterben, so wie ihre Familie das tat, nachdem sie gegangen ist. Ja, Nachrichten. Wir kennen Nachrichten auch von der Wall Street, aus den Occupy-Camps. Wir kennen das teilweise auch aus Berlin von den Occupy-Camps, das dann eher kleiner war. Wir kennen überall mittlerweile Bilder von Demonstrationen von Menschen, die auf die Straße gehen. Wir kennen die Bilder aus Polen, wo viele gegen ACTA auf die Straße gingen, oder aus München, wo es 18.000 waren. Und diese Bilder waren erst auf YouTube und dann in den Nachrichten. Wir kennen die Bilder aus St. Petersburg, wo irgendwie 120.000 Menschen auf der Straße und Oktokopter, die in Hackerspaces gebastelt worden sind, von oben die Szenerie gefilmt haben. Das war zuerst auf YouTube und dann in den Nachrichten, 2 Tage später. Diese Nachrichtenlage, die wir insgesamt jetzt schon kennen, die ich jetzt umrissen habe, befähigt uns dazu, selbst einzuschätzen, was passiert. Und zwar gerade Videos. Gerade die eignen sich besonders gut für uns, einzuschätzen, was passiert da. Die Luftaufnahmen aus St. Petersburg waren großartig, weil ich konnte selbst schätzen, wie viele Menschen da ungefähr gerade stehen. Und warum sie auf der Straße sind, war offensichtlich gewesen. Sie wollten mehr Demokratie haben. Sie wollten einfach nur ein bisschen mehr Demokratie und nicht so eine Farce, wie sie da passiert ist. Eigentlich ganz einfach. In Polen
als sie gegen ACTA auf die Straße gingen, war es aber eigentlich, weil sie mehr Demokratie haben wollten, weil sie nicht wollten, dass ihre Demokratie, wie sie momentan existiert, so missbraucht wird und Beschlüsse herbeigeführt werden, weil, wenn die Abgeordnete da gewesen wäre, wäre es ja so ausgefallen. Wenn die Politik mit Konjunktiven arbeitet, ist irgendwas kaputt. Grundlegend. Also sind die Menschen auf die Straße gegangen. Als die Menschen in Deutschland gegen ACTA auf die Straße gingen, weil sie gemerkt haben, das funktioniert irgendwie, das kann man tun, man kann sich spontan sammeln und man kann damit einen Protest kundtun. Das war nicht nur ein gegen ACTA-Protest, das war auch ein Protest für etwas, nämlich für ein freies Internet. Das war ein Protest dafür, dass man gerne Nachrichten konsumieren möchte, dass man Informationen konsumieren möchte. Denn wenn YouTube abgeschaltet werden sollte, aufgrund von Netzsperren in Deutschland, entweder passiert es wie in Pakistan, es geht schief, oder aber uns fehlt eine Nachrichtenquelle, eine Erstquelle, nach der wir selbst beurteilen können, was passiert da eigentlich gerade. Das ist einer der wichtigen Punkte, der bei uns angekommen ist aus dem arabischen Frühling. Dokumentieren von politischen Prozessen, von Demonstrationen, dokumentieren von Vorkommnissen, Nachrichten generieren. Das, was einige Netzevangelisten schon seit Jahren behaupten, nämlich, dass wir jetzt jeder Nachrichten machen kann, ist wahr geworden. Es wurde eindrucksvoll gezeigt. Was ist noch bei uns angekommen? Außer, dass wir alle Nachrichten machen können, wenn wir das wollen. Für uns als Aktivisten ist angekommen, dass es ein Scheißjob ist. Den wir eigentlich nicht machen wollen, wo wir reingeraten sind. Das ist so, die einen geraten auf die schiefe Bahn, die anderen werden Aktivisten. Und der Grat ist nur ganz schmal dazwischen. Denn natürlich haben wir Dinge getan, die in diesem Land hier illegal sind. Wir haben gehackt. Das fällt unter den Hackerparagraphen. Ist aber momentan okay, weil es war gegen Syrien. Das war schick, das ist in Ordnung. Da drückt man auch mal zwei Augen zu. Wenn das bei Siemens passiert wäre, wären wir jetzt im Bau. Apropos Siemens, das sind die, die Sicherheitstechnologie dahin liefern. Wir haben das heute veröffentlicht in Frankreich in einer Zeitung. Wir haben Technologie von Siemens in Syrien gefunden zur Überwachung der Menschen. Wenn Sie einen Geschirrspüler kaufen, denken Sie darüber nach, wer der Hersteller ist. Ich meine, das ist vollkommen ernst. Wir haben festgestellt, dass Sicherheitstechnologie ein großer Markt ist. Auf Wikileaks wurden die Broschüren veröffentlicht, das war jetzt nichts Geheimes, das waren zum ersten Mal so direkt zusammengetragen. Es gibt Konferenzen, wo Firmen arabischen Kronprinzen Sicherheitstechnologie verkaufen, wo sie auch raufschreiben, was sie alles damit mitlesen können. Das sind große Plakate, so wie das hier auch, da steht dann drauf, lesen Sie mit die Google-E-Mails, lesen Sie mit, wenn die Leute chatten und SMS kriegen wir auch noch hin. Das steht da ganz groß drauf, ganz offen. Das passiert auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Nebendran gibt es so eine Messe. Da wird sowas verkauft. Das gibt es aber auch natürlich auf Messen irgendwo in Saudi-Arabien, in Amerika, in Kanada. Das ist ein weltweiter Markt und der ist mehrere Milliarden Dollar schwer. Und das sind die gleichen Firmen, die unser Telefonnetz bauen. Die unser DSL-Netz bauen. Die Kommunikationswege weltweit bereitstellen. Also schönes Beispiel, das syrische Telefonnetz ist von Siemens Syria gebaut. Und die haben es dann an Syriatel verkauft. Die haben einen Auftrag bekommen, baut das mal und sie haben das gemacht. Und der Auftrag war halt nicht nur, baut ein Telefonnetz, sondern baut ein Telefonnetz, wo wir Folgendes können. Denn die werfen da richtig Geld drauf, die Regimes, oder haben es auch getan. Das war im Iran sehr spannend, wie viel Geld sie dafür ausgegeben haben. Und dann wird es als Komplettpaket bestellt. Da gibt es dann Hersteller wie Otimarco aus Hessen, die Software dazu schreiben. Das ist ein kleines Aktienunternehmen, nette Firma, Arbeitgeber in der Region, stellt aber eigentlich Software für Firmen her, um die Firmennetze zu kontrollieren. Das ist nichts anderes. Wir haben in Deutschland Firmen, die mit Überwachung von Menschen und der Inkaufnahme von Tod dieser Menschen ihr Geld verdienen.
Das ist ein moralischer Zwist, denn die Software und Hardware ist für Firmen wirklich teilweise sehr wichtig. Die Frage ist halt, wo zieht man die Grenze? Bei Exporten? Bei Updates? Wo fängt es an mit der Überwachung? Wo hört es auf? Das sind jetzt Diskussionen, die wir in den nächsten Monaten und Jahren führen müssen, denn die haben wir noch nie geführt. Und ich glaube auch, dass da eine Lösung nicht so leicht ist und es wird eher dann nachher auf die Moral abgleiten. Und diese Diskussionen sind immer die schwersten Diskussionen. In Homs haben wir 20 Aktivisten verloren. Innerhalb von 3 Nächten. Ihre Kommunikation wurde abgehört und die Geheimdienste haben sie abgeholt und wir haben die Bilder. Wir haben danach über sichere Verbindungen, die wir aufgebaut haben, die Videos an Amnesty gegeben, wie diese Menschen gefoltert worden sind. Auch das ist das Internet. Auch dort. Und auch hier. Wir haben Bilder aus amerikanischen Folterzellen, von CIA-Knästen, wie Menschen gefoltert werden und wir haben sie im Internet gefunden. Auch das haben wir aus dem arabischen Frühling gelernt. Es funktioniert. Und wir können anonym sein, wir können es anonymisieren, wir können die Spuren verwischen und wir können damit zeigen, was da draußen passiert. Das ist unglaublich wichtig, das ist auch irgendwie neu. WikiLeaks hat damit angefangen gehabt, auch sehr groß, und waren plötzlich weg gewesen. Und mittlerweile brauchen wir auch nicht mehr WikiLeaks dafür. Wir brauchen viele kleine Plattformen. Wir brauchen viele kleine Gruppen, die die Technologie beherrschen. Denn, mal ganz ehrlich, die meisten Menschen da draußen, die Rechner benutzen, ins Netz gehen, wissen nicht, was sie tun. Und das ist auch in Ordnung. Wir haben es so gebaut, dass sie es nicht wissen müssen. Wir haben das Netz so gebaut, dass es jeder und da draußen benutzen kann. Wir haben ihnen aber nicht erklärt, wie sie ihre Spuren verwischen. Wir haben nicht erklärt, was Wasserzeichen in Fotos sind, mit Geodaten drin. Wir haben ihnen nicht erklärt, wie man die rauskriegt. Das müssen wir jetzt in Handarbeit machen. Und das machen wir. Jede Nacht, wenn wir nach Hause kommen von der Arbeit als Aktivisten, gehen wir an die Rechner und schauen nach, was ist wieder da. Sichten das Material, entfernen Wasserzeichen und sonstige Spuren und geben das weiter an Amnesty International, an das Rote Kreuz und an andere Stellen. Und trotz der laufenden Menschenrechtsverletzungen passiert nichts. Die syrischen Menschen schreien nach Eingriff von außen und sie schreien wirklich danach. Sie schreien in Interviews danach, in Artikeln, in Blogs, auf Videos, die sie veröffentlichen. Sie betteln um Hilfe. Aber es sind ja die Primärquellen, denen hören wir nicht zu. So hart es klingen mag. Die Primärquelle ist natürlich auch keine gute Quelle in so einem Fall für einen Einsatz. Ja, was ist bei uns angekommen vom arabischen Frühling? Vor allem Zweifeln, in Frage stellen und nicht wissen, was ist das Richtige. Nicht wissen, welchen Weg müssen wir gehen, welchen Weg müssen wir als Völkergemeinschaft gehen und als Staatengemeinschaft. Was ist für mich als Aktivist noch in Ordnung zu tun und was nicht? Wir greifen in die souveränen Entscheidungen von Staaten ein. Bei den Amis ist das ein Grund für den Bündnisfall. Wir greifen syrische Infrastruktur an, die teilweise dem Iran gehört, also greifen auch den Iran an. Wir erklären digitale Kriege und führen sie durch und wir gewinnen. Denn die Admins da sind meistens nicht gut. Doch was passiert, wenn plötzlich einmal Menschen aus Syrien das in den Staaten machen würden oder in Europa? Wenn die in Deutschland unsere VDS-Systeme kaputt machen würden? Was wäre dann die richtige Reaktion darauf? Wir wissen es nicht. Das sind Fragen, die hier angekommen sind bei uns. Und wir stellen wirklich, ich stelle es immer wieder fest, aufs Neue, es sind vor allem Fragen angekommen in Europa und auch in Deutschland. Neben dem Wissen, dass man viele Dinge dokumentieren kann, stellen wir uns ganz viele Fragen den ganzen Tag. Wir stellen uns Fragen nach der Moral, nach was ist richtig und falsch. Und wir stellen uns die Frage nach dem Verbleib von Menschen. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn ein bewaffneter Konflikt vorbei ist und dann eine Wahl kommt, und dann kommt hier an, die Islamisten haben die Macht übernommen in Ägypten. Nein.
Die meisten Menschen in Ägypten sind Islamisten. So, völlig aus dem Nichts heraus kommt dann die Kritik, ja, jetzt haben die Islamisten die Macht übernommen in Ägypten und ist ja alles genauso schlimm wie vorher auch. Wir haben vergessen oder wir haben nicht gelernt, innezuhalten, seit wir im Internet sind. Wir haben nicht daran gedacht, dass in Ägypten natürlich die Menschen noch ihre kulturelle Revolution brauchen oder ihre politische Revolution in dem Sinne, dass sie jetzt nicht nur frei wählen dürfen, sondern was ist eine freie, pluralistische Gesellschaft? Wir haben hier bei uns natürlich Idealbilder dafür aufgebaut, weil wir darin leben. Es ist für uns auch total einfach, irgendwie total offensichtlich. Aber für die Menschen in der afrikanischen Welt ist es eben nicht so. Und das ist noch ein langer Prozess. Und wir müssen uns lernen zu gedulden. Wir müssen uns ein bisschen mehr gedulden. Ja, was ist hier noch angekommen? Ich könnte das den ganzen Abend erzählen. Ich versuche aber kurz zu fassen. Ich könnte auch einfach meinen Rechner aufklappen, die Dateien zeigen, die angekommen sind. Es ist angekommen, dass über die Grenzen hinweg die jungen Menschen ziemlich gleich denken. Die Menschen, die mit dem Netz aufgewachsen sind, haben ziemlich gleiche politische Vorstellungen. Die träumen von einer freien, pluralistischen Gesellschaft ohne Diskriminierung wegen Hautfarbe, wegen Rasse, wegen Geschlecht, wegen Religion, was auch immer. Es ist ihnen egal, ob der andere am Ende der Leitung ein Christ ist, ein Jude, ein Buddhist oder was auch immer. Es ist ihnen völlig egal. Das ist bei mir angekommen, dass diese Welt, dass diese Menschen freier denken, als sie sein dürfen. Sie denken sehr modern, sehr freiheitlich, haben die gleichen Träume, die ich auch habe, als ich 20 war, hatte ich die gleichen Träume und das ist überall gleich. Und diese Unterschiede, die wir vermeiden, kulturell zu haben, kommen erst später. Die sind bei den Menschen da, die jetzt 40 sind, weil die nicht damit aufgewachsen sind, ohne die anderen Menschen zu sehen, einfach nur mit ihnen zu sprechen, festzustellen, hey, es ist egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist, es ist egal, ob es ein Christ oder ein Jude ist, oder ein, es ist doch egal, ob er aus Asien kommt oder aus Nordamerika. Bei mir kommt an, dass diese Gesellschaft dort unten in Nordafrika sich langsam wandeln wird und dass es eigentlich ein biologisches Problem ist, das sich mit der Zeit lösen lässt. Bei mir kommt an, dass wir freie Infrastruktur in Nordafrika brauchen, damit die Menschen, die jetzt schon frei denken oder frei denken wollen, auch die Chance dazu bekommen, frei zu sein. Und wenn es nur in einem Chatfenster ist, wo man sich austauschen kann, das ist mehr wert als jegliche aufklärerische Unterricht irgendwie oder irgendwelche aufklärenden Websites. Freie Kommunikation ist der Schlüssel zu einem freien Menschen. Wir haben festgestellt, dass sich die Freiheit einer Gesellschaft, einer Freiheit ihre Netze messen lassen muss. Je freier ein Netz ist, desto freier ist die Gesellschaft. Und ein unfreies Netz bringt auch unfreie Menschen mit sich. Denn ein unfreies Netz heißt, dass jemand Angst davor hat. Ja, es gibt Menschen, die haben Angst vor dem Internet. Das war mein Vater zum Beispiel, weil er es nicht versteht. Diese Angst habe ich in langen Jahren langsam genommen. Das waren lange, harte Gespräche. Aber es gibt auch Menschen, die jetzt 40 sind oder 35, die Angst vor dem Internet haben, weil sie es nicht verstehen, weil wir es ihnen nicht gezeigt haben, weil wir ihnen die Schönheit nicht gezeigt haben. Die meisten Menschen, wenn sie Internet hören, denken sie irgendwie an Pornografie. Mehr Pornografie. Und Google. Und Facebook. Das Netz ist viel mehr. Das Netz ist wunderschön. Das Netz zeigt uns neue Grenzen und neue Horizonte. Das Netz gibt uns einen unendlich großen Raum zum Austausch für Kunst, Kultur, Wissenschaft. Ja, natürlich sind auch viele Verrückte im Netz. Sonst wäre ich ja auch nicht da. Es ist natürlich auch voll mit Verschwörungstheorien, voll mit abstrusen Dingen. Aber das Schöne überwiegt. Das sind Katzenbilder. Das ist Fanfiction, wo Menschen kreativ werden, wo sie Harry-Potter-Geschichten einfach weiterschreiben. Das sind
Menschen, die Bilder von Ponys remixen und damit irgendwie Geschlechterunterschiede aufbrechen. Die also erziehen und bilden durch bunte Bilder. Einfach verständlich, intuitiv begreifbar. Das ist auch das Netz. Und das wird Menschen in Nordafrika verwehrt. Weil sie dann auch irgendwann frei denken können. Und freies Denken schadet einer Diktatur. Kein Diktator will ein kluges Volk haben. Dann wüsste es ja, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Kein Diktator will ein unbeobachtetes Volk haben. Denn dann könnte es ja Dinge tun hinter seinem Rücken. Und vor allem will kein Diktator, dass Nachrichten aus seinem Land nach außen kommen. Ich habe gelernt, das ist bei uns angekommen, dass wir diese Freiheiten, die wir hier haben, verteidigen müssen. In unserem eigenen Land müssen wir gegen Vorratsdatenspeicherung kämpfen, gegen Netzsperren, gegen all dieses Netzbeeinträchtigende, was sich die Europäische Kommission ausdenkt. Wir müssen hier gegen Musikkonzerne vorgehen, die aufgrund ihres vermeintlichen Anspruchs auf Verwertungsrechte Webseiten sperren lassen wollen. Wir müssen hier angehen gegen die VG Wort, die irgendwie Zitate nicht mehr erlauben will teilweise. Wir müssen gegen diesen kleinen Fronten kämpfen, um das Große, das wir haben, zu erhalten. Denn wenn uns nach und nach die Sachen wegfallen, weil irgendwie mal wieder jemand gewonnen hat, einen Prozess oder einen Rechtsstreit oder ein Gesetz durchlobbyiert hat, das uns irgendwie bestimmte Dinge aus dem Netz entfernen soll, dann werden wir erst merken, dass wir ein Deutschlandnetz haben, wenn es soweit ist. Und die Menschen, die Netze bauen können, werden immer noch freies Netz haben. Wir müssen also so viele Menschen wie möglich, die sich dafür interessieren, in Kleinarbeit beibringen, wie geht das eigentlich mit dem Netz? In Afghanistan bringen wir gerade Menschen bei, wie sie eigene Router aus Elektroschrott bauen können. Mit Software, die in Deutschland entwickelt wird, bespielen können und so freie Netze bekommen. Und so von Dorf zu Dorf kommunizieren können. Das ist auch ein Stück Freiheit, dass diese Menschen zurückgewonnen haben, nachdem sie ja eigentlich schon in Freiheit leben. Kriegen Sie auch die freie Kommunikation, die nicht von einem Staat gebaut wird? Sondern Kommunikationsstrukturen, die Sie selbst kontrollieren können, wo Sie selbst entscheiden können, ob Sie sie weiter betreiben wollen oder nicht. Womit Consumer-Hardware und Consumer-Schrott, den wir eigentlich wegwerfen würden, großartige Dinge entstehen. Es gibt ein Dorf in Afghanistan, die haben aus solchen Sachen Netzverbindungen, drahtlose gebaut und haben einen Wiki laufen. Wo Frauen, die nicht lesen und schreiben können, drinnen lesen lernen können. Wo Kinder lesen lernen können. Es läuft Software, die kommt aus Europa, die aber ganz einfach mit Symbolen auf dem Bildschirm zeigt, was man tun muss, damit man diese Rechner bedienen kann. Ohne das Internet hätten die das jetzt nicht. Und ohne die Freiheiten, die wir seit Jahren uns verteidigen, könnten wir es nicht dahin bringen können. Der arabische Frühling zeigt uns, was ein Netz ist, wie es sich teilweise die CDU vorstellt, wie es sich teilweise die Europäische Kommission vorstellt, wie es sich der Fischereiausschuss vorstellt, der Europäischen Kommission. Aber auch, wie es sich das BKA vorstellt, wie es sich die Geheimdienste vorstellen. Bei uns kommt an, was passiert, wenn diese Szenarien bei uns eingeführt werden. Ich möchte nicht anfangen müssen, die E-Mails an meinen Vater zu verschlüsseln, weil ich mir erstmal erklären muss und weil es mich nervt. Ich möchte auch nicht andauernd Leuten erklären müssen, warum sie das tun sollen, weil ich eigentlich nicht möchte, dass unsere Kommunikation in Gefahr ist, weil ich nicht will, dass wir Angst vor der Kommunikation haben müssen. Ich will nicht, dass wir anfangen müssen, Geodaten aus Bildern rauszunehmen,
dass wir Metadaten aus Videos entfernen müssen, weil wir Angst haben müssen vor unserer eigenen Regierung. Das ist aus dem arabischen Frühling bei uns angekommen. Die Dinge, die wir nicht wollen. Die Dinge, für die wir kämpfen müssen, damit das gar nicht erst passieren kann. Aus dem arabischen Frühling ist noch bei uns angekommen, dass man über das Netz Freundschaften schließen kann. Tiefe Freundschaften. Ich weiß noch, als mein Vater zu mir meinte, man kann doch im Netz keine Freundschaften schließen. Das ist genauso dumm, wie zu sagen, man kann keine Brieffreundschaften führen. Man kann im Netz tiefe Freundschaften schließen und gerade in Zeiten eines Krieges oder einer Revolution freuen sich die Menschen vor Ort über jeden, der ihm zuhört. Ey, nicht den Vortrag kaputt husten. Von der lokalen Gruppe bezahlt, ist klar. Sie freuen sich über Menschen, die ihnen zuhören, die einfach nur fragen, hey, wie geht's dir? Und ich habe zu vielen Menschen Freundschaften aufgebaut, nicht nur dort, sondern auch mit Aktivisten, die in Schweden leben, in Frankreich, Nordamerika, Australien. Und wir teilen das, was wir erleben, diese tiefen menschlichen Gefühlsregung über das Internet, ausgedrückt über ein paar Doppelpunkte und Klammern, über Sachen, die in Sternchen reingeschrieben sind, über Sachen, wo ein Schrägstrich Mi davor steht, die sich darüber unglaublich freuen, wenn man sagt, let's meet in better times. Genau das werde ich leider bei einigen nicht mehr tun können. Und ich darf jetzt alle bitten, aufzustehen und für die Opfer in Syrien eine Minute zu schweigen. Vielen Dank. Ja, aus dem arabischen Frühling bei uns angekommen ist, dass wir kämpfen müssen, dass wir Mitgefühl haben müssen und dass wir neu denken müssen, ab wann eine Intervention mit militärischer Gewalt gerechtfertigt ist. Wie viele Menschenleben müssen wir erst abwarten, bis die freie Welt eingreift und das Schlachten beendet? Wie viele Gesetzesvorschläge müssen wir hier in Europa und Deutschland ertragen, bis es gefährlich wird? Und es ist halt angekommen, dass Menschen auch übers Netz unglaublich dankbar sein können. Dankeschön. Dankeschön. Wenn es Fragen gibt, habe ich hier ein Mikrofon. Ihr hebt die Hand, ich komme rüber und ihr könnt gerne noch eine Frage stellen. Ja, also man baut also eine persönliche Beziehung zu diesen Menschen am anderen Ende der Leitung auf. Möchte man denen nicht lieber manchmal sagen, lass es sein, versteck dich lieber, das ist gefährlich, was du da tust, gerade auch wenn sie so jung sind? Man sagt es ihnen, aber sie lassen sich nicht überzeugen.
Muhammad war 20 Jahre alt, drei Schwestern, zwei Brüder, lebt bei seinen Eltern in Homs. Student hat Maschinenbau studiert und ich habe ihn gefragt, warum tust du das? Und er meinte, weil ich frei sein will. Und das ist der Antrieb von vielen Menschen, die das gerade tun. Sie wollen frei sein, sie wollen nicht Angst haben, wegen Gedanken in Gefängnisse zu wandern. In Kairo, auf dem Tahrirplatz, war der Antrieb ein anderer. Da war man sauer wegen der Korruption. Und man wollte nicht mehr, dass irgendwie Mädchen, die irgendwie durch die Straßen laufen, von Polizisten vergewaltigt werden. Man wollte nicht mehr, dass diese Polizisten dann freigesprochen werden. Man wollte auch nicht mehr irgendwie eine Regierung haben, die dauernd verspricht, dass sich Dinge ändern und nichts passiert. Es gibt nicht mal einen Ansatz dazu. Das war eine andere Unzufriedenheit. Und in Libyen genauso. Sie wollten einfach frei sein. Also frei im Sinne von Freiheit. Denken und sagen dürfen, was man möchte, ohne dafür in ein Gefängnis zu wandern oder in eine Geheimdienstzelle. Der Antrieb, der ist für uns, glaube ich, teilweise schwer nachzuvollziehen. Ich glaube, einige aus der ehemaligen DDR, die an den Montagsdemos waren, kennen das. Warum sie dahingegangen sind, sind die gleichen Gründe dahinter. Man möchte frei sein, man möchte nicht Angst haben. Wenn wir hier unter dem Motto Freiheit statt Angst auf die Straße gegangen sind in Berlin, war es der gleiche Grund. Wir möchten frei sein. Und dort ist es aber noch viel essentieller. Und Muhammad meinte halt, wenn er nicht irgendwann anfängt, wird es halt nie passieren. Also hat er es getan. Ein Wort noch zu dem Vorwort, zu dem Redner des Vorwortes. Der Satz mit Korruption, Arbeitslosigkeit, muss man nicht in die dritte Welt gehen. Da fällt mir spontan auch inzwischen Deutschland ein. Punkt 2. Diese ganzen Quellen, die Primärquellen der Aktivisten aus YouTube, wo auch immer, aber auch der sogenannten etablierten Medien, der alternativen Medien, ist es eine dermaßende Vielfalt von da bis da. Und der normale Mensch weiß nicht mehr, was soll er eigentlich noch glauben. Mit den ganzen Hintergründen, Libyen, okay, da wurde einmal kräftig umgerührt mit freundlicher Hilfe der NATO. Und das, was man so mitkriegt, sind die aktuellen Zustände noch schlimmer geworden. Die eine Junta ist weg, die nächste kommt. Gefoltert, gemordet wird immer noch, nur halt jetzt momentan mit umgekehrten Vorzeichen. Ob das erstrebenswert ist, weiß man nicht. Aber die Ölquellen sprudeln wieder, das ist mal wieder was anderes. Zum Thema Iran, Syrien. Gut, Syrien ist extrem schwierig, weil die Quellenlage so dünn ist. Aber als Hintergrund wieder, Syrien ist, hängt mit dem Iran zusammen. Momentan schießt sich alles auf den Iran ein. Und ob es da welche Zusammenhänge gibt, von außen gesteuert, ist es wünschenswert, dass Syrien als Unterstützer des Iran, aber auch der Hisbollah, wegfällt? Und ich möchte da mal ganz kurz einhaken, weil es jetzt gerade ein geopolitischer Exkurs wird. Mein Antrieb ist, dass Menschen ihre Geschichten erzählen können. Und ich möchte, dass Menschen leben. So. In Syrien haben sie beides nicht mehr. Da werden Menschen abgeschlachtet und sie werden daran gehindert, ihre Geschichten zu erzählen. Und ich sagte ja, die Frage, ab wann die westliche Staatengemeinschaft bereit ist, in so einen Konflikt einzugreifen, das muss neu diskutiert werden. Und diese Frage können wir hier sowieso nicht beantworten, weil das wird ein Diskurs, der wahrscheinlich mehrere Monate und Jahre dauern wird. Die Frage ist ja, greift die Welt die westliche Welt nicht schon längst ein? Nur auf der inoffiziellen Ebene? Die Frage kann und will ich nicht beantworten. Einmal zu dem Redner gerade hier vorne bei Ihnen. Und zwar sollten wir uns vielleicht mal überlegen, was mit Arbeitslosen passiert, die in Deutschland sind. Und was mit Entschuldigung, Arbeitslosen. Ich kann dich nur ganz schlecht verstehen. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Ich meinte nur gerade, dass zu dem Herrn, der gerade gesprochen hat, dass er vielleicht mal darüber nachdenken sollte, was Arbeitslose machen, die hier in Deutschland arbeitslos werden oder Menschen. Und Menschen, die dort irgendwo arbeitslos werden, das ist ja wohl ein großer Unterschied.
Nochmal zu dem kulturellen Aspekt, den du angesprochen hast. Das, was jetzt, weil du von den Islamisten gesprochen hast, die bei der ägyptischen Wahl gewonnen hätten oder gewonnen haben, ob sie gemäßigt sind oder sowas sei dahingestellt. Was du ja beschrieben hast, ist ein Kampf für die Freiheit des Netzes. Das ist der eine Kampf. Mich interessiert gerade, was tut ihr oder was wird überhaupt getan, um auch Plattformen zu schaffen für die Gesellschaft, um ihren kulturellen Kampf oder ihre kulturelle Diskussion zur Modernisierung durchzuführen. Weil ich habe dich am Anfang, oder ich möchte dich so nicht verstanden haben, aber diese Bahrain Cyber Army, die du angesprochen hast, das sind ja bezahlte Leute. Aber nichtsdestotrotz wird es ja konservative Leute in Ägypten geben, die sich, weiß ich nicht, vielleicht über Medien auch wie das Internet, über Blogs oder sowas austauschen und die versuchen, einen neuen gesellschaftlichen Diskurs darüber herzustellen, was kann Modernität in diesem Land sein. Und natürlich gibt es dann auch die sehr modern denkenden, wahrscheinlich eher jungen Menschen, aber diese Leute müssen doch trotzdem zusammenkommen und auch miteinander reden. Das ist ja nicht, man kann es ja wahrscheinlich nicht abgrenzen, oder man kann es doch bestimmt nicht abgrenzen zwischen bezahlten Hardlinern und den modernisierten Jungen oder sowas in der Art. Da gibt es auch eine Linie dazwischen und da muss es doch auch eine Art gesellschaftlichen Diskurs geben, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht in Ägypten und es meine Aufgabe war es, dass Menschen Geschichten erzählen können. Also ich kann es nur wieder betonen, meine Aufgabe ist es nicht, eine Revolution zu machen oder zu unterstützen, sondern meine Aufgabe als Aktivist ist es, dass Menschen frei Geschichten erzählen können. Ob das die Wahrheit oder die Lüge ist, will ich gar nicht entscheiden müssen. Ich will auch nicht entscheiden müssen, wer in einem Diskurs dort Recht hat oder nicht Recht hat. Denn das kann ich nicht entscheiden. Und wir stellen Technologie zur Verfügung, um aus überwachten Netzen frei zu kommunizieren. Wir stellen Technologie zur Verfügung, um überhaupt Netze zu haben. Und mehr machen wir nicht. Und alle anderen Diskussionen in diese Richtung müssen andere Personenkreise führen. Da gibt es andere Organisationen, es gibt jetzt einen Kairon Hackerspace, der sich sehr mit, auch mit natürlich Netzstruktur und freier Infrastruktur und freier Rede beschäftigt, der sich damit beschäftigt, wie können wir Plattformen schaffen, um Partizipation zu ermöglichen und zwar auch offline, also nicht nur online, also sie versuchen halt die Real-Life-Hacks zu machen, damit Menschen sich beteiligen können, damit der Diskurs breiter wird, aber das machen die Menschen vor Ort. Und wenn jetzt in Libyen es genau andersrum weitergeht, dann ist es zwar ein Problem, aber es ist momentan, so blöd es klingen mag, als Aktivist ist es nicht das meinige. Das wird mein Problem als Teil dieser Völkergemeinschaft. Dann ist natürlich ganz klar, aber unser aller Problem. Du hast eben gerade mehrfach erwähnt, dass dein Anliegen hauptsächlich ist, Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichten zu erzählen. Jetzt müssen wir ja eigentlich auch gar nicht so weit gehen. Wir können ja in Deutschland bleiben. Nehmen wir mal ganz kurz Großdemonstrationen Gorleben. Das berührt mich zum Beispiel, weil ich aus der Gegend komme. Und es ist halt immer sehr häufig halt so, dass man kaum Bildmaterial bekommt. Wenn man Bildmaterial bekommt, dann ist das halt, es ist recht wenig und vieles in den Sekundärmedien eben ist halt auch zusammengeschnitten, beziehungsweise man kann sich kein großes Bild machen. Meine Idee ist an dieser Stelle, und das halt nur als, vielleicht in die Runde schmeißen, wie kann man den Leuten, die dort unterwegs sind, permanent zum Beispiel einen Livestream ermöglichen? Ja, also sowas. Indem man es baut. Also entschuldige, ja, wir haben hier in Deutschland die Technologie dazu, man muss sie nur benutzen. Und dann geht man zu seinem lokalen Hackerspace und fragt an, wie macht man das richtig? Und dann bastelt man das mit. Also wir hatten übrigens aus dem Wendland gab es Livestreams, weil nämlich Leute einfach in den Rucksäcken eine Autobatterie hatten, einen kleinen Rechner und eine Kamera auf dem Helm. Es gab Livestreams, weil die Technologie ist da. Wir haben hier die gute Situation, dass wir die Technologie haben und dass wir das Wissen in unserem Land versammelt haben, die damit umgehen kann. Das haben andere nicht diese Chance. Ich wollte auch nicht verneinen, dass es das nicht gab. Mein Anliegen ist eher, dass man genau diese Informationen, nämlich auf solchen Demonstrationen, ist es notwendig. Man hat das zum Beispiel bei der Berlin-Freistadt-Angst-Demo gesehen, dass nachher im Nachhinein nur mit Bildmaterial der Demonstranten Sachen aufgeklärt werden konnten. Ja, also wenn mehr Leute dieses Wissen haben, wie kann ich dort Bildmaterial streamen, umso mehr wird es möglich, halt eben an wahre Geschichten ranzukommen.
Ja, das ist richtig. Da muss man es halt Leuten beibringen, dass sie es halt auch können. Also das ist aber halt immer, das müssen die Leute vor Ort halt machen. Das ist, kann nicht eine Aktivistengruppe leisten, sondern das muss ich halt immer, also es ist immer so leicht, ey, du kannst es doch, mach doch mal. Dann sage ich, nee, ich habe keine Zeit. Also, und es, also so 10 Minuten googeln muss halt den Leuten auch zumuten können, weil das Zeug steht alles schon auf Deutsch im Netz. Es ist nichts Neues, es ist jetzt kein irgendwie Geheimwissen, es ist ja da. Man muss nur mal bereit sein, irgendwie 10 Minuten seiner Zeit zu nehmen, um danach zu suchen. Und wir sind hier in einer sehr faulen Situation auch, weil viele Leute einfach denken, ja, Netz, das geht schon irgendwie, das kann schon jemand machen. Und ich bin zu faul, mich darüber zu informieren. Und das lasse ich langsam nicht mehr gelten. Ich lasse das langsam nicht mehr gelten. Ich habe auch noch eine Frage, das ist keine Meinungsfrage, sondern eher eine Frage der Erfahrung. Du hattest ja vorhin angedeutet, dass einige Aktionen, die man so durchführt, jetzt unter Merkmalen der deutschen Verfassung vielleicht nicht ganz koscher sind. Der Verfassung schon, aber Strafgesetzbuch nicht. Oder so. Auf jeden Fall würde mich da jetzt rein pragmatisch aus deiner Erfahrung interessieren, wenn jetzt zum Beispiel du Leute unterstützt, aufzubauen in Ländern, in denen meinetwegen Wirtschaftsbeziehungen stehen zu Deutschland, die diese Länder interessant machen, ob einem da der BND nicht zum Beispiel mal auf die Finger klopft und wie da die Erfahrungen sind. Das Gute ist, der BND ist ein Auslandsgeheimdienst, der schon mal nicht, wenn der Verfassungsschutz. Das Schöne ist, es ist schick, gegen Syrien zu sein. Das ist politisch gewünscht und akzeptiert und da passiert halt einfach nichts. Also es wird sich kein Staatsanwalt in Deutschland trauen, einen von uns anzuklagen wegen Hackerparagraphen, weil wir irgendwie syrische Telefonnetz aufgemacht haben und irgendwie Sachen kaputt gemacht haben da drin, die Leute überwachen. Das wird halt ein Skandal sondergleichen. Und das zeigt auch natürlich, wie dumm diese Gesetze sind, die wir hier haben. Also in anderen Ländern ist es okay, wenn wir es machen, aber eigentlich ist es auch trotzdem strafbar. Und wenn ich es in Staaten mache, wandere ich dafür in den Bau. Das ist also, es kommt darauf an, wer ist das Ziel? Und also ich glaube, Telco hacken ist schon ziemlich bösartige Nummer eigentlich, also den Provider zu hacken. Und ja, eigentlich müsste ich dafür irgendwie 3 bis 4 Jahre kriegen. Aber traut sich, also wenn ein Staatsanwalt mich anzeigen würde, dann sind es 2 Anrufe bei der DPA und bei ein paar anderen, dann ist halt irgendwie die mediale Hölle los. Man kann eure Arbeit ja vielleicht auch so ein bisschen mit Entwicklungshilfe vergleichen. Entwicklungshilfe im Netz, klassische Entwicklungshilfe läuft ja mehr so, dass man halt hinfährt vor Ort und meistens auch Sachen mitbringt. Wie ist das denn bei euch? Jetzt, du hattest gesagt, so, ihr macht erstmal Entwicklungshilfe oder ihr kommuniziert mit den Leuten halt nur übers Netz. Gibt es denn in eurem Umfeld auch Leute, die wirklich tatsächlich dann vor Ort sind und auch Sachen mitbringen? Ich sage jetzt zum Beispiel mal Afghanistan, freie Netze oder sowas. Da ist es ja durchaus hilfreich, dass dann auch Leute vor Ort sind und den Leuten dann den Aufbau von Routern zum Beispiel und die Konstruktion von Antennen und so, dass sie denen das wirklich zeigen. Ist das bei euch auch der Fall oder beschränkt sich das wirklich ganz allein aufs Netz? Wir sind Nerds, wir gehen nicht raus. Alles klar. Schön. Ich wollte fragen, ob ihr Gruppen, also ob ihr auch Gruppen von Deutschland nach Syrien und halt eben die ganzen anderen arabischen Staaten dann auch vernetzt und ob diese Vernetzung zwischen den einzelnen Organisationen zunimmt oder ob du dazu was sagen kannst. Also es gibt mehrere Gruppen in Syrien oder auch im Ausland, die für Syrien arbeiten. Das Dumme ist, man spricht nicht mehr, weil keiner Zeit dafür hat. Das ist bei allen der Faktor Zeit. Wir haben einfach keine, um das auch noch zu machen. Also es ist neben dem, was, also die meisten Aktivisten haben einen Job, so 40-Stunden-Woche kennt man ja, meistens dann doch eher 60, machen dann noch ihren Aktivismus und versuchen irgendwie nebenher halbwegs bekannt zu machen, was sie tun, damit Leute das mitbekommen, was da passiert. Und das ist natürlich dann noch, also so Vernetzungsarbeit braucht immer unglaublich viel Zeit. Und die haben wir leider einfach viel zu wenig und viel zu selten. Also wir würden es alle gerne mehr machen, aber es funktioniert leider strukturell gar nicht. Du hast davon gesprochen, dass Primärquellen nicht ganz so glaubwürdig sind. Ich weiß nicht, ob das ironisch gemeint war. Aber tragt ihr oder euer Umfeld irgendwie dazu bei, dass ihr versucht, diese Quellen glaubwürdiger zu machen? Also irgendwie durch die Anzahl oder irgendwie Leute da näher heranzubringen. Denn wenn ich dich so verstanden habe, die klassischen Medien hier wollen gerne Bestätigung von möglichst noch offizieller Stelle. Das wird ja irgendwie schwierig. Also
Genau. Wollt ihr das oder seht ihr euch nur als Tunnelgräber und Anleitende oder seid ihr auch dann irgendwie angespornt zu sagen, wenn wir dieses Zeug hier schon rausschaffen, dann müssen die Leute das hier verdammt auch nochmal glauben und weitertragen und nicht nur in Anführungszeichen das Rote Kreuz und so, sondern wirklich da, wo es auch wirklich an die Massen kommt und dann auch wirklich Auswirkungen hat. Das ist sehr spannend, das ist die Reaktion darauf sind sehr unterschiedlich. Ich hatte bei der Zeit, also Zeit Online um genau zu sein, die sehr gut recherchieren, da hatte ich eine E-Mail im Briefkasten, sie hätten gerne bitte mit einem Syrer ein Gespräch. Das habe ich dann vermittelt und wir haben telefoniert und war auch ganz klar die Ansage von mir, so Verifikation ist halt nicht. Entweder ihr glaubt uns oder nicht. Und dann haben sie gemeint, natürlich glauben wir euch. Und das war das erste Mal, dass ich es so erlebt habe. Bei anderen Medien ist das leider nicht der Fall. Die DPA mittlerweile bei einigen Dingen, wenn wir Original Research betreiben, wie wir es ja jetzt mit dem syrischen Staatstrojaner gemacht haben, der übrigens echt billiger als unserer ist und auch viel einfacher. Da haben die uns auch das sofort geglaubt, weil wir halt das einfach aus Material halt veröffentlicht haben. Da haben sie drauf verlinkt und haben dazu einen Artikel geschrieben. Die deutschen Medien haben ein Vertrauensproblem in so Gruppen wie Telecomics, weil uns gibt es ja eigentlich gar nicht. Also wir sind kein Verein, wir sind keine GmbH oder sowas. Uns gibt's gar nicht. Wir sind halt irgendwie ein paar Kumpels, die zusammen basteln. Wie wir immer so schön sagen, wir basteln. Und das ist für viele einfach ein strukturelles Problem, auch noch für Medien. So, was ist das? Kann man das greifen? Kann man das riechen, schmecken, anfassen? Haben die irgendwo ein Hauptquartier? Ich weiß noch, wie überrascht die Tagesschau war, dass ich in meiner Küche arbeite. Da steht halt der Kühlschrank mit dem Bier drin. Das ist so einfach. Und also das Problem mit den Quellen wird sich so schnell nicht lösen lassen. Das ist einfach die Quellenkultur. Es gibt zwar oft viele Primärquellen, die ein bestimmtes Ereignis zeigen, aber dann fehlt quasi das objektive Gegenereignis. Also das ist, es ist so broken on so many levels. Also das ganze Quellensystem muss irgendwie auch in Medien neu überdacht werden und jetzt Zeit hat damit angefangen, was mich sehr gefreut hat. Da ist noch eine Frage. Nee, wegen Stream und so. Wegen Aufzeichnung, damit die Leute das dann auch dann hören können. Du hast vorhin einmal erwähnt, dass Gaddafi eure Nummer gesperrt hat. Ja. So als quasi Gegenreaktion. Die Telefonnummer. Ja. Kannst du noch was berichten? Wie ist das in anderen Ländern gelaufen? Gab es da Gegenmaßnahmen? Nee, also Mubarak war zu blöd dafür. Also das war auch da so, macht mal das Netz aus, haben sie halt gemacht, aber telefonieren war ja noch wichtig. Gaddafi hatte, da war halt schon auch bekannt, dass es uns gibt und was wir tun, die Nummern waren bekannt und dann wurden die halt einfach im Telefonnetz gesperrt und ging halt nicht. Aus Syrien kann man diese Nummern zwar anrufen, aber ich empfehle es niemandem, das zu tun. Analoge Verbindungen sind einfach so dermaßen unsicher. Das ist echt gefährlich, deswegen geben wir es dann auch nicht weiter. Wir suchen eigentlich für jedes Land auch immer die individuelle Lösung. Also es ist selten, dass man die gleiche Lösung woanders nochmal verwenden kann, weil einfach die Begebenheiten der Technologie vor Ort andere sind. Wir haben jetzt diese Nummer nochmal nach Kasachstan gegeben. Da funktioniert es auch ganz gut, weil Kasachstan hat auch gerade ein Netzproblem. Bahrain ist jetzt gerade teilweise abgeschaltet, aber die Nummern funktionieren. Das ist sehr schön. Wir müssen immer wieder neu reagieren und neu schauen, was müssen wir eigentlich oder was können wir eigentlich tun. Das ist noch eine Frage. Achso, und da auch noch. Oh, super. Ich habe eine Frage und zwar, wie weit besteht Kontakt mit zum Beispiel iranischen Oppositionellen oder halt in anderen Staaten jetzt Mittelasien oder so? Darüber werde ich nicht öffentlich sprechen. Da hinten ist noch eine Frage. Moin erstmal. Wie sieht das mit wirklich aktiver Gegenwehr aus? Also im Sinne von, ihr sperrt unsere Telefonnummern, wir schießen euren Server ab? Also, nein? Nein. Da ist noch eine Frage.
Direkt noch eine Frage. Du hast ja häufig als einer der ersten belastendes Material gesehen. Wie ist es dir persönlich dabei gegangen? Hast du oft gedacht, ich höre jetzt auf, das geht so nicht mehr weiter? Jeden Tag. Okay. Ich habe als Kind Pakete mit Reis nach Afrika geschickt. Mhm. Jetzt habe ich auf meinem Dachboden eine ganze Menge alte Hardware. Schick mir eine Liste, was du hast. Und dann sage ich dir, was ich brauche. Erstmal bin ich da noch ein bisschen am Basteln, aber gibt es die Möglichkeit, sowas dann auch dahin zu bekommen, wo es da gebraucht wird? Jein. Also es ist auch, it depends. Also es kommt darauf an, was ist es, was brauchen wir gerade, wo brauchen wir es, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt teilweise einfach Sachen, die ich nach Schweden schicke, weil wir da gerade unsere Serverschränke stehen haben oder einfach Hardware irgendwie drin ist, die irgendwie arbeitet. Also das kann ganz unterschiedlich sein und kann ich pauschal leider nicht beantworten. Okay, aber bei dir könnte man sich melden, wenn man das hätte. Man könnte mir eine E-Mail schicken mit einer Liste an Bauteilen. Vielen Dank. Und wenn ich es nicht will, gibt es den Hackerspace, der freut sich doch immer. Obwohl die nicht... Ja, genau. Ja. Also nicht den alten Amstrad VC20 hinbringen, bitte. Okay, den nimmt er. Gut. Dann bedanke ich mich für dein wundervolles Publikum. Ich werde auch meinen Enkeln davon erzählen. Ja, wirklich, es lacht ihr alle. Ich meine es vollkommen ernst. Und freue mich noch auf die Einzelgespräche dann gleich dann draußen beim Sekt.